Willkommen zu Hause, Großvater. Willkommen im Gutshaus, Heidi. Nun seid doch vorsichtig, ihr macht sie noch kaputt. Ja, ja, gut, ein bisschen nach links. So geht es. Theresa! Pass doch auf! Theresa! Hilf mir! Das mache ich doch! Vortrefflich! Das wertet unseren Laden ungemein auf, nicht wahr? Agathe, was ist das? Kunst, meine liebe Bärbel. Und sehr modern. Jedes Geschäft in Mainfeld, das etwas auf sich hält, besitzt so eine große Figur. Sie hat uns zwar ein kleines Vermögen gekostet, aber sie ist es wert. Ein wunderschönes Stück. Meinst du nicht auch, Bärbel? Ja, das kann schon sein, aber eigentlich bin ich wegen etwas anderem hier. Das würde dich auch interessieren. Der Almöhi ist mit Heidi ins Gutshaus gezogen. Wie bitte? Die beiden wohnen jetzt bei uns im Dörfli? Ja, sie sind eben angekommen. Das ist wirklich ein sehr schönes Haus, Großvater. Da hast du recht. Und, bist du hungrig? Wie ein Bär. Gut, zur Feier des Tages holen wir uns bei den Kellers etwas Besonderes zu essen. Das ist mit Sicherheit das Schönste, was das Dörfli im Moment zu bieten hat. Und ich bin die stolze Besitzerin. Komm endlich, Johann, oder willst du den Zug verpassen? Bin schon da. Wir werden am frühen Abend zurück sein, Theresa. Gib gut auf den Laden acht, sonst hast du den ganzen Winter über Hausarrest. Ja, Mutter. Guten Tag, Agathe. Ich wollte dich nicht erschrecken. Ein sehr schönes Stück, wirklich gute Arbeit. Großvater kennt sich gut aus mit Holzschnitzereien. Es gibt in der ganzen Gegend keinen besseren Schreiner als ihn. Wir wollten uns nur ein paar Lebensmittel bei euch besorgen. Ich fürchte, ich kann dir nicht weiterhelfen, Almöhi. Wieso nicht? Wie ich hörte, wohnt ihr jetzt im Gutshaus. Ja,